begrüße Sie recht herzlich zu unserer Ausstellung Frühlingsgefühle. Frühling, was ist Frühling? Die Vögel zwitschern zwei Tage höher. Die Erde, noch geprägt vom Winter, bricht auf und es kommt ein tolles Grün. Die Menschen auf den Straßen lächeln. Die Bäume setzen ihre Kraft ein und die Knospen uns erscheinen. Die Sonne streichelt uns mit ihren ersten warmen Strahlen an unserer Haut. Das ist Frühling. Frühling heißt neuer Anfang. Frühling heißt Hoffnung. Und ich glaube, das ist genau das, was wir im Moment brauchen. Und als wir den unseren Künstlern vorgeschlagen haben, diese Ausstellung zu machen, haben wir sofort eine totale Begeisterung gemerkt. Und das war so schön zu sehen, wie die Künstler inspiriert wurden, gemacht, ich habe doch da noch was und ich könnte das. Es war einfach toll, es hat gut getan. Und ich glaube, in allen Arbeiten sieht man es einfach. Das ist so viel positive Energie und ich hoffe, dass Sie diese positive Energie nachher, nach einem schönen Abend, auch mit nach Hause nehmen. Entweder nur als Energie oder auch als Stück. Aber nichtsdestotrotz, viele Künstler sind auch heute da. Und ich würde einfach mal sagen, Frank, wir machen das so, wenn du zu den einzelnen Arbeiten der einzelnen Künstler was sagst, dann kommt der Künstler zu dir und dann weiß man auch sofort, ah, das ist die oder das ist der. Oder die stellen sich jetzt schon mal zu ihren Arbeiten, das wäre auch. Dann haben wir weniger Unruhe nachher. Oder? Ja, das wäre auch gut von vornherein. Oder am Ende der Rede ist es dann so, dass alle Künstler vor ihren Arbeiten stehen. Dann ist das auch eine schöne Situation. Genau, ja. Sehr gut. Dann starte ich durch. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und das, was so außen stattfindet, meine Damen und Herren, nehmen Sie nur wahr, weil innen jetzt Ihre Hormone verrückt spielen. Es gibt einen Botenstoff, der heißt Serotin. Und dieser Serotin öffnet bei den Damen Östrogen, bei den Herren Testosteron. Und wer jetzt noch keine Partnerin hat oder keinen Partner hat, der sucht sich jetzt spätestens an. So, deshalb können wir plötzlich Blumen sehen und genießen. Und uns stören die kahlen Äste bald nicht mehr, weil dann grüne Blätter zu sehen sind und Knospen zu sehen sind. Und mit Licht zu arbeiten bedeutet eigentlich, erstmal mit der Farbe Weiß zu arbeiten. Und ich fange mit Jonter Gislason an, weil er eine neue Position in dieser Galerie ist. Und ich kenne Jonter aus Düsseldorf und habe das immer geschätzt, dass er zwei Dinge miteinander verbindet. Also einmal Position der Malerei, einmal Situation der Zeichnung. Und alle Bilder, die ich von ihm kenne, sind halt von dieser Helligkeit durchdrungen. Meine Damen, es würde heute vereinfachen, wenn Sie so lange schweigen könnten, bis meine Gedanken Worte formuliert haben. Ich danke. Diese Helligkeit, diese Durchdringung des Lichtes ist einmal natürlich der hellichte Tag, aber vor allen Dingen sehen Sie jugendliche Gestalten. Der erste Archäologe John Joachim Winkelmann sprach von der Jugendlichkeit, von den Unbezeichneten. Warum unbezeichnet? Kein Alter, keine Schwangerschaft, kein Reichtum hat den jugendlichen Körper verdorben. Und das Motiv des Tanzes, was Sie hier sehen, gehört auch noch einmal dazu, dass man nicht einfach nur steht, geht, sitzt, sondern dass man Armbewegung macht, Beinbewegung macht, die Sie eigentlich nur vollführen können, wenn Sie A, geübt sind oder außer Rand und Band sind, was der Frühling manchmal auch mit einem macht. Hier sehen wir Diotimas Tochter. Der Eros ist natürlich beim Frühling nicht auszuschalten. Diotima war bei Platons Symposion diejenige, die Platon erstmal überhaupt über den Eros aufgeklärt hat. Wäre das nicht eine wundervolle Vorstellung, dass man nicht immer erobern müsste, sondern dass man erobert wird, meine Damen und Herren? Dass jemand auf einen zukommt, der erstmal sagt, wie was eigentlich geht. Und man braucht nichts zu tun, sondern lässt sich alles erklären. Lieber Jon, so, Gislason, der da vorne steht, ja, einfach hier zu sehen ist. In dieser Leichtigkeit des Seins, auch mit diesen Neonfarben, die gespielt werden, das heißt, Bilder, die Sie haben, die
bei Licht besehen und auch bei Nacht besehen beides mal leuchten können, unterschiedlicher Art. Von Kirsten van den Bogaert wissen wir, dass sie auch unheimlich gern die Farbe Weiß. Und sie bringt was zusammen, was wir können es ja nicht leugnen. Und Monika Klose hat mich angerufen und hat gesagt, Frank, wir haben eine Ausstellung für den Frühling vorbereitet und wir bekommen fast den ersten Shitstorm, dass wir das wagen in der Zeit, in der wir jetzt leben. So, also, warum Kunst, meine Damen und Herren? Kasimir Malevich hat gesagt, man kann nicht mehr gegenständlich malen, weil alle 50 Jahre die Städte in Schutt und Asche gelegt werden wegen des Kriegs. Wir wissen, dass wir hier auf diesem Gebiet, in diesem Sprachraum, es mindestens schon mal so weit geschaffen haben, dass wir 70 Jahre keinen Krieg gehabt haben. Also ist das auch vielleicht die Idee, wieder zur Figur zu kommen und die Figur genau gegenüber diesen leeren Raum zu stellen, als wäre er voll für alle Vorstellungsmöglichkeiten, die wir haben. Also vielleicht eine Landschaft, die wir sehen auf den Bildern von Ansgar Skiber, mit aller Pastosität. Die Blume, meine Damen und Herren, ist ja nicht nur ein Sinnbild für die Jahreszeit, für den Frühling, für den Sommer, sondern vor allen Dingen ist die Blume auch etwas als Sinnbild der Weiblichkeit. Muss ich ins Detail gehen, meine Damen und Herren, oder gehen Sie gleich nach Hause und gucken beim Lexikon nach, wie die weiblichen Geschlechtsmerkmale äußerlicher und innerlicher Art sind. Und wenn Sie sich dann das nächste Mal eine Lilie kaufen, im Blumenshop, dann staunen Sie, wie sinnlich dieser Aufbau ist. Da Sie alle über 18 sind, wage ich das zu sagen, meine Damen und Herren. Also, ist das der Grund, bei Ansgar mit dieser Üppigkeit, mit dieser Pastosität zu arbeiten? Die Ausstellung heißt Frühlingsgefühle. Sie wissen, dass wir Gefühle haben, die nicht nur einen Bezirk beschreiben, sondern Gefühle haben, die auch in Schichten aufgelagert sind. Also Gefühle haben, die teilweise tief verborgen sind. Je mehr Relief eine Malerei bekommt, desto tiefschichtiger, vielschichtiger, auch tiefsinniger mag das Phänomen, die Persönlichkeit des Künstlers sein, die hier ihren Ausdruck findet. Und selbst dort, wo wir das Aquarell sehen, stellen Sie fest, dass die gerade Linie vermieden wird, um genau diese Idee, was ist Bogen, was ist Hügel, was ist Anhäufung von Farbe, zu übersehen, zu versehen, anzusehen. Weil bei allem, was wir sehen, meine Damen und Herren, geht es darum, Ihre Augen zu schulen, Ihre Wahrnehmung anzuregen, zu irritieren. Und was passiert hier in dieser Leichtigkeit einer Begegnung? Denn auch damit hat der Frühling zu tun, dass man sich begegnet. Und Sie wissen das aus der Philosophie, dass man normalerweise immer nur das sieht, von dem man sowieso weiß, dass es existiert. Also kann man sich eigentlich neu verlieben? Geht das? Dass man eine Bildidee sieht, wo man sagt, das habe ich noch so nie gesehen, das ist gar nicht in meiner Vorstellungswelt enthalten, aber es ist begeisternd. Und wie schön hier, der Schatz der jungen Frau ist auf den Rücken geschult. Und das irritierende Moment einer unsicheren Hand des Geliebten, wo man nicht weiß, Liebe, Hiebe, Diebe, wie merkwürdig der Reim in der deutschen Sprache. Wir sind hier nicht auf dem Bahnhof, meine Damen und Herren. Sie müssen nicht um Ihre Handtaschen fürchten. Aber diese Idee eines Konstruktivismus, hier von Malevich, also die Fläche als Tanzfläche zu haben, von Melikun, ist auch berückend. Das heißt, den Boden einmal hochzustellen, um zu zeigen, welche Figuren können wir denn tanzen, wenn wir Arm in Arm gehen. Oder wie wunderbar Jörg Wilhelm Schirmer in dieser Ausstellung nicht nur als Skulpteur zu sehen, sondern auch als Maler zu sehen. Zwei frühere Arbeiten, eine von 96, die andere von 2014. Der Duft. Zipora. Hier muss ich aus der hebräischen Sprache entlehnen, weil das Rätsel so groß ist.
Jareach ist der Mond und Reach ist der Duft. Der Mond hat einen Duft, meine Damen. Sie dürften sich darin auskennen, weil der Mond immer den Frauen zugeordnet wird, wegen einem gewissen Zyklus, einer Periode, dem Durchlauf durch Monds und Gestirne. Was ist was? Und vor allen Dingen schön schon 1996 dieser Blick auf den Fuß, auf die Standfläche, als wäre der Fuß eigentlich das Phänomen, die Aussage der menschlichen Gestalt. Und hier, wie wundervoll, die Tasche oder doch ein kleines Schiff, mit dem man auf Reisen geht. Lieber Jörg Wilhelm Schirmer, ich sehe was, was du nicht siehst, das ist. Und blau und gelb sind sehr angesagte Farben zurzeit, habe ich gehört. Was ist der Mensch? Auf welchen Gebieten kann er sich bewegen? Ist alles rund? Ist alles eckig? Wie weit gehen die Gedanken dabei? Eine weitere neue Position ist Veronika Spleiß. Und die finde ich für mich eine ganz tolle Entdeckung, weil sie auch nochmal mit dieser ganzen Flächigkeit spielt, eines Konstruktivismus, aber diese Flächigkeit wieder zu einem Gegenstand hinzieht. Und man weiß gar nicht, haben wir hier mit einem Uhrwerk zu tun? Wir haben ja alle Uhren um und wenn nicht, haben wir unser Smartphone. Die Zeit diktiert unser Leben, meine Damen und Herren. Und sind wir wirklich so ein williges Gefüge und Gebilde in der Zeit, die voranschreitet? Oder möchten wir nicht einmal ein bisschen Sand im Getriebe sein und ein bisschen aus der Rolle fallen und was anderes tun? Laut jauchzen, die Beine in die Höhe werfen, die Arme endlich mal wegwerfen vom Körper, dass man endlich mal Gebilde hat und Versuch hat, zu entfliehen, auszubrechen. Oder bleibt es nicht dabei, dass in dieser schönen, fast naiven Idee der Malerei diese schöne Ordnung, diese Übersichtlichkeit eigentlich so aufmunternd ist in dieser Farbigkeit von drei Farben, wie eine Sonne untergehen kann? Oder drei Farben, wie die Sonne aufgeht dabei, wo man nicht weiß, was ist Figur, was ist Gegenstand, was ist Weg, Straße? Und Marina Seiler scheint das aufzunehmen. Von ganz Weitem sehen diese wunderbaren Blasen, Seifenblasen, die ja immer das Glück verkörpern, weil sie so schnell platzen können. Sie kennen das ja, diesen lustigen Reim, Glück und Glas, wie leicht zerbricht das. Und manchmal hört man auf der Straße, wie leicht das Glas zerbricht und vielleicht das Glück. Aber auch hier, diese Idee von Jugend, Kindheit, das Land, was lange zögert, ehe es untergeht, sagte Rainer Maria Rilke. Und ich hoffe sowieso, meine Damen und Herren, dass wir diese Idee von Kindheit ganz, ganz lange in uns tragen. Was heißt Frühling noch, außer sich vielleicht neu zu vereinen? Zipora Raffaello hat einen wunderschönen Daydream beschrieben in ihrer Figur. Und ich liebe diese Figur besonders, wenn sie auf weißem Hintergrund ist, weil sie dann ihre Lichtigkeit noch viel weiter wählt. Und diese Idee zu haben, es erinnert mich an eine Hochzeit, die ich erlebt habe in Israel, eine jemenitische Hochzeit. Nicht nur die Braut war weiß gekleidet, sondern auch die älteren Damen waren weiß gekleidet. Und die Kleider trugen viele, viele kleine Goldmünzen. Und man wusste gar nicht mehr, mit allen Fäden, mit allen Stoffen, mit aller Wirkware, wo ist der menschliche Körper, was verhüllt sich, was enthüllt sich? Was zeigt das Licht des nächsten Tages? Und was ist ja bei alledem, was wir in dieser Ausstellung sehen, immer die Hoffnung, die Idee von morgen? Sie wissen, der Spruch der Galerie Klose ist tomorrow. Tomorrow, zu mehr Linie kommen, zu mehr Silhouette kommen. Also mit jedem Schritt, den Sie weiter die Welt erobern, dass Sie in dieser Situation etwas hinter sich lassen, aber auch etwas Neues aufgreifen können. Und dieses Spiel von Zeichnung, Körper und auch surrealistische Situation, sind das Zöpfe, die da oben rauskommen? Oder ist das die Idee einer Arachne, einer Spinne? Sie kennen das aus der griechischen Mythologie,
dass eine Weberin so großartig gewebt hat, dass sie gesagt hat, ich bin die Beste von allem. Ich bin besser als die ganzen Götter im Olymp. Und dann tauchte Athene auf und sagte, bist du anmaßend, Menschenkind? Was soll das? Sie tauchte in der Figur einer alten Frau auf und frug noch nach, bist du wirklich so gut? Und sie sagte, ja, ich bin die Beste. Und dann haben sie einen Wettbewerb gemacht. Die Arachne hat einen Teppich gewebt mit allen Verfehlungen der Götter. Und Athene hat einen Teppich gewebt mit allen Verfehlungen der Menschen. Und am Ende wusste man nicht, welcher Teppich schöner ist. Aber Sie können sich vorstellen, wenn man ein König ist oder ein Gott ist, dann möchte man nicht an seine Verfehlung erinnert werden. Also wurde Arachne in eine Spinne verwandelt. Und seitdem wird gewoben und gemacht. Und Sie wissen, der Mensch guckt sich Dinge ab von der Natur. Frühling bedeutet Natur. Wir kommen zu Titus Lerner. Titus Lerner hat, Sie erinnern sich an die Einzelausstellung vielleicht von ihm, und Titus Lerner arbeitet vor allen Dingen, und ich habe immer das Gefühl, dieses Licht kommt von seinen Skulpturen, dass er, da vorne sehen wir die Daphne-Figur, zu der komme ich gleich noch, dass er diese Idee des Feuers im Brennofen eigentlich benutzt dafür, um zu den Farben seiner Bilder zu kommen. So sehen wir diese Helligkeit, diese Gluttöne, aber wir sehen auch Töne der Dunkelheit, als wäre eine Schlacke erloschen. Die Daphne, auch wie wundervoll. Kennen Sie das? Wenn Sie verfolgt werden, meine Damen und Herren, und Ihre letzte Ausflucht nur bleibt, sich in einen Baum zu verwandeln und in ein schönes, wohlriechendes Gebüsch, um sich dann, wenn die Gefahr vorbei ist, sich wieder zurück zu verwandeln. Titus Lerner dreht diese Figur, als wäre schon der Lorbeer fast ein Geweih. Es gibt im Orient noch eine Figur, das ist die Prinzessin Smyrna, von dessen Schönheit der Vater so angetan war, dass er sie auch mit den Göttern verglichen hat. Das ging nicht gut aus. Die Tochter verliebte sich in den Vater, weil sie ihn betrunken machte. Das ist ein Bild, meine Damen und Herren, was oft passiert. Jemand macht sie betrunken und sie gehen mit. Passen Sie auf. Das kann so und so enden dabei. Katharina Joos hat mit ihren Figuren, die so schön an Holz erinnern, aber aus Pappmaché gemacht sind, und zwar nicht aus einem einfachen Pappmaché, meine Damen und Herren, sondern aus einem hochkomplizierten, einer hocheleganten Mischung, um zu solcher Form zu kommen. Und das stellt sie dem Holz gegenüber, um auch in dieser Konkurrenz zu sein, was ist naturgemacht, was ist vom Menschen gemacht. Und Papier, wir wissen das ja, ist ja selbst, bevor es Holzweißpapier gab, ein Stoff, der der Natur entnommen worden ist. Also auch hier der Tanz und vor allen Dingen die Nacktheit. Denken Sie daran, Gymno ist das Wort für nackt, Gymnastico ist die Gymnastik, Gymnasio ist das Gymnasium. Also Sie können nur nackt sein, wenn Sie körperlich und geistig gebildet sind. Ist das die Aufforderung des Frühlings? Noch einmal zu sehen, was heißt Tanz, was heißt erste Position, Ballett, zweite Position, vierte Position, etc. Bete. Wie hintersinnig sind die Künstler, uns immer daran zu erinnern, dass wir nicht nur einen Geist haben, sondern auch einen Körper haben, um den wir uns kümmern müssen dabei. Oder ist es dann noch viel leichter, wenn wir warten, bis wir endlich so weit sind, mit der Menschheit so zu mutieren, dass wir dann uns endlich Flügel gewachsen sehen bekommen? Ist das nicht viel aufregender und reizvoller dabei? Anja Husmann spielt auch mit dieser Idee des einmal Burlesken und einmal dieser Aufforderung zum Tanz, um nachzuschauen, wie nähert man sich denn am besten an? Wie spielt die Musik, meine Damen und Herren? Dreivierteltakt, Rockmusik, Techno, was zieht ihre Herzen zueinander, damit sie sich in einem Einklang bewegen, in einer Harmonie bewegen? Oder brauchen sie das gar nicht? Agieren sie schon so als Paar, wie bei Christa Bremer, dass zwei Figuren derart zugewandt sind, dass eigentlich die spannende Frage ist, um diese Skulpturen zu entschlüsseln, was fehlt? Hier scheint das Gesicht ausgespart zu sein. Dort fehlen ein Paar eigentlich die Arme. Fehlen die Arme oder ist die Zugewandtheit so stark, dass eigentlich
auf diese Arme verzichtet werden kann, weil die anderen Arme zugeneigt sind? Ist die Bronze eine Legierung der Gefühle der Künstlerin? Was macht der Stoff mit der Haltung, mit der ästhetischen Haltung der Künstlerin dabei? Oder ist das noch vielmehr die Idee, zu sehen, was fehlt, schafft die Natur zum Nachwachsen zu bringen? Friedrich Hölderlin hat so schön gesagt, da wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, meine Damen und Herren. Was wächst uns zu? Wie sieht das aus, wenn bei diesem Porträt von Johanna Jesse eine enorme Frühlingssituation eingefangen wurde? Der Schatten, eine Tätowierung der Haut? Nein, es ist der lichte Augenblick, der gerade getroffen wurde. Und wie sie es schafft, in diesem Bild diese ganze Impression von Licht, was durch Blattwerk geht, von Schatten, der sich auf Haut wirft, von einem Wind, der durch die Haare spielt, dass man nicht weiß, wem der Blick zugeworfen worden ist und wem die Lippen gelten und wem das Schweigen gilt dabei. Es gibt noch ein Künstlerpaar neben Zipora Raffaellow und Ansgar Skiba, und zwar Esther Miranda und Jesús de la Torre. Esther Miranda schafft ein Frühlingsgefühl auch dadurch, dass sie eine Figur in den Raum wirft mit einer gewissen Unschärfe und vor allen Dingen mit der Konzentration bei den drei kleinen Arbeiten auf den Kuss. Der Kuss ist eine Erfindung der Frauen, meine Damen und Herren. Vergessen Sie das nicht. Warum? Die Nahrung wurde klein gemacht für die Kleinkinder. Und als die Männer das gesehen haben, dass so viel Sinnlichkeit und Nähe zwischen Kleinkind und Mutter war, wollten sie teilhaben und sagen, wie schmeckt das? Und es schmeckte ihnen gut. Sie wissen das, meine Damen, dass den Männern ihre Küsse gut schmecken. Und das ist vielleicht die Idee der Malerei, das so schön miteinander zu verbinden, in diesen einen Moment zu kommen. Sie wissen, große Künstler haben damit gespielt, Rodin, was dieser Kuss ist. Etwas, was vielleicht nur 2 Sekunden andauert. Aber wenn Sie Glück haben, dauert es Stunden an. Und dann wissen Sie, dass es manchmal nicht nötig ist, zu sprechen. Jesús hat mit seinen Arbeiten auch nochmal diese Exotik eines Frühlings eingefangen. Und die Frage der Ausstellung bleibt immer dabei, was ist Lokalfarbe und was ist die Idee, die Expression der Farbe, um Charakter, Gesicht auszudrücken dabei. Ist für Melikon die Farbe blau, um an die blaue Stunde, an die blaue Blume zu erinnern, um ein Motiv der Romantik zu setzen und in der Verbindung von menschlichem Körper und Natur etwas zusammenzubringen, wer wächst was, wie, wem zu und die Situation des Augenblicks, einen Vogel auf der Schulter zu haben, der nicht wegfliegt, aber in jedem Augenblick wegfliegen könnte dabei. Ich kann mir jetzt niemanden greifen, um Sie abzuküssen, meine Damen und Herren, aber die Rede ist jetzt am Ende. Ich hoffe, dass Sie Bilder gesehen haben und nochmal einen Einstieg in die Bilder bekommen haben, die nochmal etwas anderes eröffnen, als das, was Sie vorher gemeint haben, zu empfinden. Weil nichts ist schöner, als Sie kräftig zu irritieren mit bildender Kunst und nichts ist schöner, dass die Arbeit von Monika Klose und Peter Klose weitergeht, weil die Künstler auch kräftig weitermalen, weiterarbeiten, Skulpturen schaffen, sich um Dinge kümmern, die die Menschen wie hier zusammenbringen und nicht die Menschen auseinandertreiben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gesonnen und bleiben Sie wohl. Danke.